Mach mal schnell den jetzt an. Ja, da ist der wilde Baum von Jericho. Und da sind wir wieder. Wir sind immer noch mit den Bäumen zugange. Und da habe ich so einen angesägten Baum gefunden und lasse den gerade hier so ein bisschen rollen. Ich hoffe, der geht da gleich irgendwie. Oh nein. Ja, da musst du jetzt in meine Richtung, weil hinter diesen Betonsperren kannst du nicht mehr verkaufen. Ja, ich muss erstmal gucken, dass ich den überhaupt irgendwie geschoben kriege, ne? So, suchen wir mal von hier. Jawohl, oh. Schieb! Nehmen wir den Baum, den Moses da hat liegen lassen. Yay! War gut Schwung. Ich fahr nicht ins Wasser, Mami. Ne, hab ich nicht. Ja, nice. So, dann ist der Baum auch weg schon mal. Da kann ich nämlich nochmal eben da hinten die ganzen Scheiße-Dinger da. Überall sind da noch so Baumstammfissel im Wald hier, weil da irgendeiner gewütet hat. Ja. Ne, Moses, wir gucken keinen an. So. Wenn du nachher mal Zeit hast, können wir einen Tieflader gebrauchen. Einen Tieflader auch, damit wir von einem zum anderen Ort reisen können mit dem scheiß Forwarder hier. Quatsch, hier, Harvester. Forwarder, Alter. Ja, Forwarder ist das Ding, was eigentlich die Baumstämme einsammelt. Und dann auf seinen Hänger packt und wegfährt. Ja. Weil das Ding du, hier. Du sagst, wir brauchen einen. Tieflademogli für einen LKW. Tieflader. Das Ding hier fährt ungefähr nur 15 km/h und bis du dann da hinten angekommen bist. Ja, Tieflader steht. Musst du nur holen. Alles klar. Könntest du mal machen. Holst du schon zum LKW, holst das Ding und dann verlädst du das. Dann kann ich das hier noch schön mit Uff nehmen, ne, Leute? Wollt ihr ja immer alles sehen, alles was neu ist und so. Ich bin ja schon wieder am Verzweifeln hier. Ich steig mal eben wieder aus. Manchmal wollen die einfach nicht so wie manchmal, wir. Manchmal, aber nur manchmal. Ich versuche jetzt da mal. Vertreten. So, ich versuche jetzt mal einfach ein bisschen noch kaputt zu sägen. Das hilft meistens. Einfach ein bisschen grobe Zerhackgewalt. Hilft manchmal auch in der Schule bei Lehrern. Was? Ja. So, komm schon. Alter, wie lange sägt er denn da? So, okay. Machen wir das Ding wieder an. Und jetzt sollte er. Alter, das fängt halt auch noch an zu schneien hier. Was ist denn da los, Alter? Ist der heute schon Weihnachten? Möglicherweise. Kriegt der den Scheiß? Ist der ein Scheiß jetzt wieder nicht weg? Aber manchmal braucht die echt ein bisschen. Heute einen schlechten Tag. Man sieht auch immer so schlecht, ob die jetzt gerade da was wegmacht oder nicht. Ich mach mal da hinten. Ja, und wir müssen halt mal beschäftigen, gucken, dass wir irgendwie die Paletten Setzlinge auf unseren Hof schaffen können, damit wir nicht immer mit der Setzmaschine hinfahren müssen. Alter, warum geht das? Manchmal will er mich echt immer veräppeln mit diesem blöden. Dem blöden Scheiß was. Hier. Ja, die Stumpffräse will jetzt schon wieder nicht wegmachen. Das hat man öfter mal. Bist du eigentlich schon da mit dem Anhänger? Ja, sicher. Ja, warum sagst du denn nichts? Ich wollte doch zeigen. Ich bin da mit dem Anhänger. Hm. So, dann gehen wir mal kurz gucken, was er da macht. Ja, macht auf jeden Fall Sinn, die dann so zu transportieren, ja. Ich glaube, der muss noch ein Stück vor. Ja, ja, ich weiß, ich wollte nur mit dem Arm gerade gucken. Der Arm ist ein bisschen lang, ja. Ja. Aber lass noch einfach schlabbern, Alter. So, so nicht.
Alter, wer gleich fast da runterfällt. So, jetzt hat Wetter gerade schön, jetzt machen wir mal eben hier die Zeit nicht mehr so schnell. Ah, hinten die Klappe zu. Nice. Ja, sieht gut aus. So, Stumpenfräser on. Oh Gott! Was denn? Oh! Du bist mit dem Falschen losgefahren. Habe ich auch gemerkt, ja. Ich will mich jetzt verarschen. Geh doch einfach auf. Danke. Die Pros sind am Werk. Ja, auf jeden Fall. Alter, wie schön die hier weggehen, ne, bei den Bäumen, ne? Aber bei dem Scheiß, der da so komisch zerhackt wurde und abgesägt wurde. Von üblichen Verdächtigen kriege ich schon wieder nicht weg. Aber der ist am Montag wieder hier, kriegt er erstmal Lack. Lack. Ja. So, mal gucken, hier ist jetzt glaube ich nichts mehr, was so rumsteht hier. Na, das siehst du wohl. Aber hier war das da irgendwo, oder wo war das? Jetzt bin ich blind. Ich sehe nicht mehr, wo ich vorhin war. Ah, hier. Ja, hier geht das echt super weg mit den Schuppenfräsen. Finde ich auch sehr. Jetzt müssen wir nachher mal mit den Steyrs los. Hier seine Palettengabel und Setzlinge holen. Ja, ja, wir sind hier, guck mal, hier ist ein richtig hohes Teil noch gewesen. Boah, wir lassen mal einen halben Baum da stehen, ne? Und ja, noch Mann, einen tiefer. Das ist die Waldtoilette, da wird ein Loch reingeschnitzt, da setzt sich drauf und kackst rein, ne? So, ist auch alles weg. Jetzt sieht auch gut aus. Jetzt haben wir, glaube ich, nichts mehr. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas ist. Natürlich ist hier noch was. Hier zwischen den Bäumen müsste auch irgendwo noch was sein, ne? Der Grabstein von Moses, ja. Wenn er so weitermacht, ja. So, ja, ist dann. Na, hier ist noch die Scheißstelle, die ich gerade nicht weggekriegt habe. Versuchen wir nochmal jetzt. Vielleicht von der anderen Seite. Einfach mal von der anderen Seite ranfahren und wegfräsen. Ja. Und wenn er nicht will, dann will er nicht. Er will halt nicht. Es will halt einfach nicht weggehen. Es spritzen ja halt. Ach so, warte mal. Du musst ein bisschen ein kleines Stück weiter zurück. Zurück heißt so. Rückwärts, ja, genau, jetzt runter. Und jetzt ist nach links und rechts. Das ist ein ziemlich großer Baumstumpf. Oh, dann lass ihn einfach mal stehen. Hier die Spinnen spritzen und trotzdem nichts passiert. Ja, eben. Das ist manchmal einfach so. Deswegen habe ich halt immer kleiner gesägt. Ja, halt stehen, das ist gut. Er will einfach nicht. Drauf geschissen. Das backt sich sehr wahrscheinlich schon weg. Ja. Gut, gut. Fahre ich jetzt den erstmal zurück zum Hof. Genau, dann hatten wir. Hatte ich das schon gezeigt mit dem umgesetzten Dingens hier? Nee, ne? Die Windräder haben wir auch umgesetzt. Stehen jetzt nämlich hier, weil da stören die gar nicht. Einfach mal in Fluss gesetzt.
Und da haben wir dann auf jeden Fall noch Platz, dafür dann in die Richtung vielleicht noch mal eins dazustellen können, eine andere in die andere Richtung. Ja, stört das nicht. Und jetzt können wir gleich noch mal zeigen, was ich noch hingebaut habe. Aber den stelle ich jetzt erstmal ab und fahre wieder mit meinen Deutz, wo nichts dran ist. Den ich gerade weggeschoben habe. Skibidi, hibidi. So. Damit fahren wir. Ich war nämlich hier schon ein bisschen die Gerätschaft am Aufräumen und am Wegräumen, damit wir hier später auch hier Hackschnitzel und was weiß ich alles jagen können, ne? Hackschnitzel jagen, ja. Ja, genau. So, hier links ist nochmal ein Gewächshaus dazu. Hier ist noch Solar dazugekommen. Und ich kann jetzt mal eben direkt hier unten, der Wassertank müsste ja wieder voll sein. Einmal kurz alles nochmal bewässern. 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 Und beschmutzen. Weil ihr solltet auf jeden Fall, wenn ihr die Möglichkeit habt und hier mit Gewächshäusern arbeitet und Wasser braucht, euer Wasser immer schön aus dem Fluss oder aus dem See holen. So, der Wasserstand ist nämlich auch nicht mehr hier so gegeben, nur noch 20%. Und dann füllen wir jetzt hier mit auf. Mist ist hier leer, sehe ich gerade bei den Tomaten. Ja, ich komme sofort. So, aber nur den anderen Steier zurück zum Hof. Einmal hier Wasser befüllt, jetzt fahren wir hier nochmal runter. Man muss halt immer direkt daneben fahren. Nein, nicht da drauf. Daneben. Um dann das Wasser zu befüllen. Gewächshaus befüllen. Auch nur 20%. So, da kann ich jetzt aber nicht durch Wasser fahren. Das ist ein bisschen zu tief. Aber wir können trotzdem so machen. Und den mobilen Wassertank hier auffüllen. Weil es kostet euch nämlich dann definitiv kein Geld, wenn ihr das hier aus dem Bach holt. Und in der Realität wird es ja eigentlich auch so gemacht. Ja. Wenn man Wasser hat irgendwo, was man holen kann. Verschwenden, wenn man direkt in einem Fluss lebt. Ja, würde ich auch nicht machen. Würde ich auch mit dem Anhänger einfach mal fett in den Teich fahren. Und ab an Teich. So. Was für die Umwelt gut, also für die Natur gut genug ist, auch für deine Felder gut, ja. Ganz einfach. Muss kein Leitungswasser verschwendet werden. Würde ich eh nicht machen. Dann machen die eh nicht. So. Füllen wir dann auch noch auf und fahren das direkt ins Wasser gleich runter. Damit man das da auch auffüllen kann. So. So, schmeißen wir hin. Dann kann der Trecker hier weg. Jetzt muss hier gleich noch Mist reingepackt werden. Und dann ist alles wieder startklar. Ja, schon mit Mist. Ja, ich hole auch noch Mist mit dem Steier. Dafür steht er da, ja. So. Dem habe ich nämlich auch noch eine Mistgabe verpasst. Und ein Gewicht hinten dran gemacht, damit er nicht überkippt hier. So. Da war zu schnell. Bei welchem Gewächshaus bist du jetzt? Links, ne? Linke voll komplett aufgefüllt. Ja, dann mach ich jetzt das rechte. So. Jetzt mal nicht so schnell drehen, damit er nicht wieder so schlabbert. So. Okay. Mist ist drin. So ist das hier auf dem Hof. Der Maximus wird staunen, was hier alles löppt. Ohne den Master of Disaster. Master of Computer kaputt. So. Stell ich den Trick. Oh Gott. Ja. Ich könnte bei deinem Treibhausmann Schubs gebrauchen. Oh, bist du umgekippt? Warte, ich komm.
Ja, das war wieder auf Gabel oben, wupp auf der Seite. Ja, dann wird der Panther noch umgeschubst und dann machen wir erstmal wieder einen Cut. Und dann werde ich gleich mal hinten wieder auf dem großen Feld 23 den Grubber an Start bringen, damit da neue Ernte drauf kommt, weil das ist das einzige. Wir brauchen da unbedingt Heuballen. Kein Stroh, sondern Heuballen. Also Gras. Ja, Gras fahren, ja gut, da müssen wir dann. Ja, können wir ja gleich mal eine Runde Gras aufnehmen oder so. Dann müssen wir wieder schwadern und alles, ne? So, und. Danke! Das ist halt auch ein Bauernhof. Da wird auch mal hier. Na, guck mal, dass er nochmal drin war, ist schon ein Wunder, Alter. Gut, Leute, dann würde ich sagen, dann verabscheuen wir uns erstmal ein Ründchen und dann sehen wir uns, wenn wir Heu machen für den Hof. Hau da rein. Der Soul und der Pander. Tschüssikowski.